Willkommen zurück bei Let's Play Total War Shogun 2. Part 8 müsste das sein. Und ja, ich hatte jetzt eine lange Zeit nicht mehr aufgenommen. Ja, jetzt versuche ich wieder öfters aufzunehmen. Ja, so. Was haben wir letztes Mal gemacht? Wir haben hier versucht, die Handelshäfen da oben hier zu besetzen. Das, den können wir da gleich, den haben wir dann zurückgeschickt, was da oben schon einen gab. So, dann haben wir Ito ausgelöscht und waren jetzt dabei, Higo platt zu machen. Problem war nur, dass es gerade Winter wurde und wir haben ein Minus von 31. Hallo? Oh Mann. Haben wir irgendwo eine überflüssige Truppe? Ja, hier können wir zwei auflösen. So, jetzt bekommen wir ein Plus von 1. Naja, egal. Runde wenden. Ach ja, letzten Montag, glaube ich, kam ein Patch raus, der ein paar kleine Änderungen vorgenommen hat und ein DLC. Aber gleich weiteres, ja, die Schlacht können wir verlieren. Nur, hier denke ich mir, wir ziehen uns mal lieber zurück. Ihr habt ja gehört in diesem einen Video von dem Handelsschiff. Oh, scheiße. Von dem Handelsschiff. Ja, dass man das eigentlich vergessen kann. Okay, ich werde jetzt mal eine Seeschlacht spielen. Die werde ich jetzt einfach mal spielen, ja. Obwohl es wahrscheinlich aussichtslos ist. Aber spielen wir es halt mal kurz. Naja. Bei dem DLC sind für den Multiplayer, ich glaube, 3 oder 4 neue Einheiten drin und ich weiß gerade auch gar nicht, was er kostet. Habe ich auch noch gar nicht geschaut. Den werde ich wahrscheinlich auch gar nicht kaufen, weil ich finde es richtig blöd, wenn man sich sowas kauft dann, weil wegen den 4 Einheiten, dann sind die wahrscheinlich auch noch voll schlecht oder so. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht irgendwann, aber jetzt im Moment nicht. Das finde ich eigentlich auch schade, dass so DLCs nie billiger werden. So wie das Hauptspiel sozusagen. Am Anfang kostet es 49 Euro. Und dann kostet es nur noch 30 Euro und irgendwann nur noch 10 Euro. Und so ist es halt bei den DLCs nicht. Die kosten 4,99 € und damit hast du es. Ja, also danke an alle, die mein Video immer schön anschauen und so. Und es positiv bewerten. Oder mich abonnieren oder wie auch immer. Finde ich cool. Also wenn jemand eine Idee hat, warum mein Video nirgends angezeigt wird, dann könnte man das ja auch posten. Ich habe ja ein paar Text und wenn noch jemand Textvorschläge hat, könnte der ja auch das posten. So, das Wasser ist schön animiert. Ja, so sieht unser Schiff aus. Das ist ein Handelsschiff. Ja, ach, mal wieder japanisch hören. Ich spiele nämlich in letzter Zeit, habe ich eine Mod gestern angefangen zu spielen von Napoleon. Also der rote Lamont de l'Empire. Sehr schön die Mod, ja. Und in diesem roten Feld hier können unsere Bogenschützen schießen. Hier unten sieht man, dass wir 10 Bogenschützen und 20 Schwertkämpfer haben an Bord. Da haben sich jetzt die Bogenschützen hingestellt. Die Schwertkämpfer sind wahrscheinlich irgendwo da unten. So. Ja, das ist halt der Shoni, der Verbündete von dem Sagara. ja, aber das Schöne ist, der hat nicht mehr so viele Leute an Bord. Oh, ein Bogenkuba, ja. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie man in Shogun Seeschlachten schlägt. Ich hasse die hier auch, gelinde ausgedrückt. So, ja, komm. Töten, Leute. Die paar werde doch hoffentlich doch treffen, oder? Versuchen wir das Schiff mal zu entern. Ah, und da sterben ein paar. Und es fliegt vielleicht gleich. Und wir ändern. Entern es. Ändern. Nein, entern. Oh Gott. Handelsschiff und Handelsschiff. Schon. Hat's aufgegeben. So. Schön.
Wir haben bis jetzt noch keinen Tipp verloren. Hat unser Handelsschiff 2 Erfahrungen? Ja, tatsächlich, cool. Also ändert man das auch mal. Ändern. Ey, Leute, sorry. Ändern wir das hier auch mal. Zumindest versuchen können wir es ja mal. Naja, wir gewinnen die Schlacht wahrscheinlich sowieso nicht. Ja, ich bin da ein bisschen pessimistisch, aber glaubt ja nicht so dran. Wir haben auf jeden Fall mehr Leute als die hier. Ach, da habe ich die japanische Musik vermisst. Aber ich muss euch sagen, von La Mort de l'Empire, von der Mord für Napoleon, ist der Sound auch gut. Oh, scheiße. Leute, was seid denn ihr eigentlich für Noobs? Hallo. Ja, okay, wir haben jetzt verloren. Ja, das war die Seeschlacht, Leute. Ja, ich bin sowieso nicht der Bringer in Seeschlachten. Ja. Was soll ich dazu sagen? Schade war's. Ach, übrigens, die Berge da hinten, wenn die im Schlachtfeld wären, dann sind die auch immer strategisch wichtig. Ich habe nur noch nicht kapiert, wie. Naja, egal. Haben wir nicht eine Flotte auch mal gebaut? Überlege ich mir gerade. Wenn ja, dann müssen wir angreifen. Das ist schon so lange her. Naja. Aber ich muss halt Minecraft züchten und Napoleon spielen und so. Ja, ich war irgendwie unschlüssig. Und dann ist es der letzte auch noch abgestürzt. Ich wollte es aufnehmen und dann ist es abgestürzt. Prima, gell? Ja, ja, so ist das. Ja, jetzt kommen Ladmüsseln. Also seit dem Update brauchen die Ladezeiten irgendwie auch länger, warum auch immer. So, unser Schiff ist versenkt. Es ist gleich Winter und im Sommer greifen wir dann Sagara an. Aber ich glaube, das kommt dann erst lieber im nächsten Part. Ich weiß nicht, wie viel Zeit wir denn jetzt noch haben. Noch 12, dann fangen wir jetzt mal an und machen dann gleich noch einen nächsten Part, mache ich dann. Ja, dann mal gucken, wie ich die dann hochlade oder so, weil ich will eigentlich heute im Clan auch La Mort de l'Empire spielen. Hoffentlich spreche ich es richtig aus. So, super, jetzt seid ihr bei mir wieder. Ah, da ist unsere Kriegsflotte. Gott, dann haben wir ja bald nochmal eine Seeschlacht. Könnt ihr euch drauf freuen. Oh Mann, wir kriegen in letzter Zeit spärlich wenig Geld. Schicken mal unseren Erben nach Yuga oder wie auch immer. Beschleunigen wir das ein bisschen. So, und was machen wir denn hier gerade? Himmel und Erde. Ja, das haben wir recht, so. Naja. Ui, die Hojo da hinten da breiten sich aber stark aus. Ui, oh nein. Hä? Was? Okay. Naja, wir fliehen erstmal und schauen dann. Ah, okay, sie können uns nicht verfolgen. Ja, ich weiß, Leute, ich bin ein Feigling, aber ja, was soll man machen? Ich habe Angst um meine Leute. Ui, das ist schön. Hui. Da gibt es nämlich am meisten Geld von allen. Von diesen Handelsdingern. Schicken da jetzt mal eine mittlere Buhne rüber. Ach so. wir hatten da anscheinend eine Mission. Okay. Hab schon ganz vergessen. Naja.
So, dann renn mal darüber, mein Alter. Ach, Wichi. Oh, ich glaube, der hat da sich die Zähne dran ausgebissen. Ui, ui. Da oben ist unser Attentäter, den schicken wir mal darüber. Aber ich glaube, der Uichi, nee, der Shoni hat kaum Truppen. Ich glaube, der hat sie hier. Der Uichi wohnt auch nur noch bei uns auf der Insel, okay. Nicht schlecht. Nettes Reich, was die da alle haben, oh Gott. Naja. Also nach Shoni und Sagara stirbt dann der Uichi, oder wie der heißt. Sobald wir Tsukushi und Hitsun und Higo erobert haben, greifen wir den Uichi in Bungo und Butzen an. Und dann gehen wir darüber aus Festland. Oh oh, ein Telefon. Ja, so, eure Leute, wartet mal kurz, ich mach kurz. Ah, jetzt geht's schon weiter, jetzt geht's schon weiter. Ja. So. Ja. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ja, also ich muss das hier erstmal gerade verarbeiten, weil das ist ja hart. Oh mein Gott. Jo, also ich zieh mich mal lieber zurück. Ich will nämlich nicht unbedingt sterben hier. Jo, okay Leute, ich glaube, das wird doch noch etwas schwerer, als ich mir das jetzt vorgestellt habe hier. Okay. Jetzt überlege ich gerade, wie das hier gehen soll. Oh mein Gott. Ah, hier können wir einen Attentat ausführen. Machen wir mal auf den Katakura Atoki. Mal schauen. Oh, das Video kenne ich auch noch nicht. Schön. Dass es da immer wieder Unterschied neue gibt. Kommt da eigentlich Ton oder wie sieht's aus? Kaum Ton da. Ach, das soll wahrscheinlich symbolisieren, wie langsam der ist. Boah, das ist jetzt unser. Oh. So ein Noob. Naja, so Attentat fehlgeschlagen. Ach, wie toll. Ich überlege gerade echt, wie wir das machen sollen hier, weil wir haben erstens kein Geld. Zweitens haben wir keine Möglichkeiten hier. Ich baue jetzt nochmal zwei Handelsschiffe und hoffe, dass wir dann ein bisschen Geld reinbekommen, dass wir noch mehr Truppen bauen können. Weil die, wenn wir die Stadt erobert haben, dann wird es richtig einfach hier. Die letzten zwei Städte da. Hm. Ich kann auch nicht hier hinten irgendwie rein und angreifen. Das geht auch wieder nicht. Hm. Ich müsste ja hoffen, dass er mich in der kleinen Teil seiner Armee hier angreifen würde. Und dann geht es vielleicht, ja. Hm. Ja, so Leute. Nächste Jahreszeit. Gerade ist es ein bisschen laut. Ich drehe mal wieder ein bisschen den Sound runter so. Also da oben, hier, das rote da, das sind die Mori. Das ist so Seefahrtvolk und die sind irgendwie auch nicht wirklich schwach. Hm, okay. Also Leute, ihr könnt euch drauf gefasst machen, dass wir noch viele, viele spannende Gegner und Schlachten haben. Vor allem, ja, also ich denke mal, wenn wir hier dieses Sagara-Provinz da einnehmen, dann wird es ein bisschen leichter wieder. So.
Ihr zwei kommt mal darüber. Oh, da sitzt wieder einer drauf. Aber das, hä, warum? Komisch. Ich wundere mich gerade nur, warum da keine so Seehandelsrouten darüber gehen. Schicken wir die zwei da mal da hoch. Und den da runter. Ich muss gerade überlegen, ob wir mal eine Runde mit Uichi ein Bündnis machen. Wo haben wir es denn? Was ist denn das da für ein Dreck? Willkommen. Ich bin hier, um zuzuhören. Sehr schön, dass wir mit dem verbündet. So, das fällt uns jetzt. Oh Gott. Schon einiges leichter. Aber das hasse ich gerade. Was für ein Dreck. Liegt es an dem Patch oder woran liegt es? Dass ich jetzt, wenn ich da drüber fahre. Oh Gott, nein. So. Niedrig. Mal versuchen wir mal mit den Chosukawe, den Bogenvolk sozusagen. Jawohl, 850 ist okay. Tojo können wir auch mal versuchen. Okay, das machen sie sowieso nicht. Mori haben wir schon versucht. Ja, okay, und Yamana will auch nicht. Ey, das finde ich voll schade, wisst ihr das? So, naja, egal. So, jetzt können wir mal gucken. Es sind da momentan zwei Armeen. Eins und zwei. Oh Gott. Krieg ich echt ein zu viel hier. Ist richtig hart. Jetzt versuchen wir das nochmal. Ja, wir haben noch 2 Minuten, das wird gerade für das Video wahrscheinlich reichen, ja. Ich mache hier mal wieder ein bisschen lauter, weil es schon irgendwie so leise. Kommt er jetzt wieder mit seinem Gift oder was? Tatsächlich. Ja komm, ist schnelle Opa, komm. Ui. Tschüss. Ich glaube, unser Attentäter sollte öfters Gift nehmen, weil immer wenn er Gift nimmt, funktioniert's. Hast du gut gemacht, ha ja, du netter. So, jetzt tue ich wieder das hier leise schalten und mal auf die Uhr gucken. Noch 1 Minute 35, das reicht gerade noch so. Ich schicke jetzt mal die wieder zu uns hier rüber an Grenze, wegen nächsten Jahr Winter. So, wisst ihr ja. Ja, komm, noch eine Runde beenden. Ups. Ja, also ich weiß nicht, ob die, ob das Let's Play Part, Pärtchen, ja, heute so interessant war. Bin mir da echt nicht sicher. Weil war ja heute nur doofes Gequatsche und welche anderen Sachen. Aber vielleicht habt ihr ja es ganz lustig gefunden, wie ich bei der einen Seeschlacht abgekackt habe. Ja, werden wir ja sehen. Postet einfach mal, wie ihr das findet. Oh ne, oder? Was ist denn eigentlich in letzter Zeit los? Das sind die Woku-Piraten. Das sind sozusagen die Gangster vom Meer. Naja, wir ziehen uns mal kurz zurück hier. So, jetzt greifen sie uns nicht mehr an. Verurteilt und verhaftet, unser Attentäter, oder? Dieser Mitsuki von Joni, der macht die ganze Zeit unseren Tipp kalt. Da. Ja, ich glaube, nächstes Mal könnt ihr euch auf eine Seeschlacht freuen und auf eine andere Schlacht, wenn mir alles reicht. Ich muss jetzt echt gerade hier überlegen, wie ich denn die Seeschlacht hier am besten schlage. Und wir bekommen wenigstens ein bisschen Geld wieder in die Kassen. Ja.
Dann würde ich sagen, ja, der Timer sagt's auch. So. Dann bis zum nächsten Mal. Ja, ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Postet's halt, also schreibt's unten hin in die Kommentare. Abonniert mich, favorisiert mich, was weiß ich, wenn ihr es toll fandet. Bis zum nächsten Mal.